Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Bis wenige haben es schon im ersten kurzen Bildabschnitt gesehen, was es denn sein wird. Aber ich verrate es noch nicht. Ihr werdet das Intro gleich sehen, nachdem die ganzen Firmen ihre kurzen Trailer eingeblendet haben, die an der Entwicklung dieses Spiels beteiligt waren. So, The Fizz Factor Game Studio. Und was haben wir noch hier? Matrix oder was ist das? Nee. Inevitable. Und es geht los. Das ist die Geschichte von Bilbo Beutlin. Einem Hobbit, der nichts von den ihm bevorstehenden Abenteuern ahnte. Oder deren Folgen. Er will den Ausgang wissen. Verbrennt die Bäume. So, wir spielen Der Hobbit, die Vorgeschichte zu Der Herr der Ringe. Ja, die meisten werden wahrscheinlich das Buch bzw. generell die Geschichte Der Herr der Ringe kennen und Der Hobbit ist halt das, ja, das Intro, nein, nicht unbedingt. Das ist halt ein eigenständiges Buch, was eine kleine Sache beinhaltet, die dann beim Herr der Ringe ganz super wichtig wird. Was es genau ist, könnt ihr selber nachlesen oder in den Kinofilm gucken. Der Hobbit kommt ja, glaube ich, nächstes Jahr irgendwann raus. Die drehen ihn noch gerade. Bin ich schon sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Wir machen ein neues Spiel. Ihr könnt auch weiterspielen, weil ich habe es mal kurz angespielt, damit ich... Es ist mein erstes 3D-Adventure-Spiel, muss ich dazu geben. Und ich werde mit Sicherheit noch einige Zeit brauchen, um da komplett reinzukommen und was ich zu tun habe. Also jetzt lasse ich euch erstmal mit dem Intro alleine, damit ihr so die Story mitbekommt. In einem Loch in der Erde und halt ich noch ein Hobbit. Bilbo Beutlin war ein ehrenwerter Hobbit. Er lebte sein gemütliches Leben und Abenteuer waren ihm fremd. Daher war Bilbo recht überrascht, als der Zauberer Gandalf ihn zu einem großen Abenteuer einlud. Er lehnte höflich ab, aber nicht ohne Gandalf unbedachterweise zum Tee einzuladen. Am nächsten Tag stand Gandalf mit 13 hungrigen Zwergen vor der Tür. Sie verzehrten alles, was Bilbo zu bieten hatte. Dann sangen sie und lauschten ihrem König Thorin Eichenschild. Beim Morgengrauen brechen wir auf zum einsamen Berg. Wir werden unser altes Königreich unter dem Berg zurückerobern, unseren Schatz einfordern und Rache an dem verfluchten Drachen Smaug nehmen. König Thorin, ihr braucht einen Dieb, der in den einsamen Berg einbricht. Hier ist er, Bilbo Beutlin. Ah, ah. Leicht erregbar, das Kerlchen. Aber rabiat wie ein Drache mit dem Rücken zur Wand. Wir sind in der Traumwelt angekommen. Super bewaffnet. Orks! Sie greifen Menschen an. Und Elben. Oh nein. Was ist das? Tja, Beutlin. Du hast dich hier hineingeträumt. Jetzt musst du dich auch wieder hinausträumen. So sieht's mal aus. Wir greifen jetzt ein. Wir haben ein Schwert. Und können damit ordentlich Power zuschlagen. Also werden wir mal ein bisschen die ganzen scheiß Orks hier mal schön zu Sau machen. Komm hier, Digga, du hast doch gar keine Chance. Bam, bam. Da ich jetzt schon das zweite Mal aufnehme, also einfach aus Qualitätsgründen, ich muss dann mal ein bisschen die Qualität versuchen einzustellen, weiß ja ungefähr schon, wie es hier so ungefähr funktioniert, das Gameplay. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich überhaupt so ein 3D
Adventure-Spiele, habt immer ein bisschen 2D gespielt. Die früheren Teile könnt ihr ja auch Mario habe ich früher mal haben. Das ist alles 2D gewesen, aber das ist nicht mal Mario zu schlecht, also habe ich die einfach gehört. War nicht so mein. So, jetzt machen wir, jetzt hat schon erstmal den ganzen Orks hier weg. Das ist ja eh bloß ein Traum. Ihr seht, wir haben nämlich gar keine Energieanzeige, außer die Energieanzeige des Schwertes. Oh, ich habe den Zwerg angegriffen. Tut mir leid, Zwerg. So. Waren das jetzt alle? Nee. Komm her, Digga. So. Alle tot? Jetzt rennen sie alle weg. Wo sind denn hin? So, wir gehen noch hier hinten hoch. Das ist jetzt die richtige Stelle? Ich glaube ja. Ne, hier hinten bitte. Genau. Oh, oh. Gegen die Orks. Mit den Elben und den Menschen und den Zwergen. Eine Vereinigung, die auch später noch einmal in dem Herr der Ringe Romanen. In den Büchern, na, manchmal die Bücher in der Größe, meinst du. Ansonsten haben sie sich ja immer so ein bisschen nicht so lieb. Orks. Sowieso nicht, kann keiner leiden, weil sie trinken und fest sind. So. Besiegt! Und wir gehen mal da hoch. Wo ist denn das Ding? Hier ist es. Also, hinauf. Fangt sie, ihr lausigen Nichtsnutze! Zerfetzt sie! Und der Kampf geht weiter? Nein, wir wachen auf. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Oh, aber was für ein Abenteuer! Trotz seiner Angst erwachte etwas in Bilbo. Er wollte fremde Länder sehen, Höhlen erkunden und ein Schwert anstatt eines Spazierstocks tragen. Zu seinem eigenen Erstaunen sagte Bilbo zu. Ein unerwartetes Fest. Morgen verschlafen, Herr Beutlin. Das ist Gandalf. Damit zeigt ihr Thorin nicht, dass ihr ein toller Dieb seid. Gandalf der Graue, der Zauberer. Dem zeig ich's. Und wenn ich bis ans Ende der Welt laufen und gegen die wilden Werwürmer in der abgelegensten Wüste kämpfen muss. Ihr solltet euch jetzt zum grünen Drachen begeben. Die Zwerge warten schon. Aber... Keine Zeit dafür und auch keine Zeit zu packen. Holt einfach euren Spazierstock, wer weiß, wo euch der Tag noch hinführt. So, ab jetzt können wir nehmen, drücke Q um das Questlog, da können wir sehen, bla bla, was denn so noch passiert. Ich finde es sehr gut gelungen, wie sie das hier, Bilbos Mut steigt mit diesen Dingern an. Schade, ich wollte es euch eigentlich vorlesen, jetzt habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Naja, wer es lesen möchte, wir müssen diese Dinger sammeln und dann wird unser Mut immer größer und wir erhalten auch irgendwelche Sachen. Wir haben unseren Spazierstock erhalten, den können wir auch gleich mal ausrüsten. Da ist er. Damit können wir auch zuhauen. So, hier wäre die Vorratskammer, aber... Keine Zeit dafür. Ich muss mich beim grünen Drachen mit den Zwergen treffen. Genau, wir haben keine Zeit in der Vorratskammer. Die Zwerge haben eh alles weggefuttert. Was ist das da? Ah, Cousin Falco. Cousin Falco. Wer kennt ihn nicht? Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Hallo, Gandalf. Bungo und Belladonna Beutlin. Ein Hobbit könnte sich keine besseren Eltern wünschen. Aha. So. Trefft euch mit den Zwergen beim grünen Drachen. Schnell jetzt, Herr Beutlin. Gandalf der Graue, ein Zauberer vorm Herrn, ein... Was ist das? In meiner Tasche ist ein Loch. Oh, meine Silberpennys sind bestimmt in ganz Hobbingen verstreut. Seine Silberpennys sind... Das heißt, wir werden überall welche finden, werdet ihr gleich sehen. Ja, nochmal zu Gandalf dem Grauen. Er ist ein Zauberer, der unglaublich... der... hellseherische Fähigkeiten hat, der ungeahnte Kräfte hat, letztendlich einer der Ringträger ist, die, was man erst später mal so im Buch, so ein bisschen in den Büchern erfährt, im Herr der Ringe natürlich.
gab ja nicht nur diesen einen Ring, sondern der eine Ring war, um sie zu knechten, aber es gab ja noch andere Ringe. Und zwar, was gab es denn für die Menschen? Gab es Ringe 9, glaube ich. Und es gab halt auch drei, einen für die Elben, einen für die, Zwerge auch eben? Oh Gott, ich will, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hatte der Gandalf auch einen so. Warte mal kurz, ich muss mal kurz die Dinger da holen. Und hier liegen Hühner rum. Hier können wir leider nicht wehtun. Wer bist du denn, Keule? Ich habe gerade an Bullenrastatuk gedacht. Ihr wisst doch alles über Bullenrastatuk, stimmt's? Er ist mein Großvater. Was war das doch für ein abenteuerlustiger Hobbit? Gewann die Schlacht bei Grünfeld, jawohl, hat dem Ork-König sauber den Kopf mit einer Holzkeule abgeschlagen. Hm. Er segelte durch die Luft und ist direkt in einem Kaninchenbau gelandet. Sehr cool. So wurde das Golfspielen erfunden. Mhm, das hörte ich. Ah, Bullenrastatuk. Ich wünschte, Jungvolk wie ihr würde sich in Geschichte besser auskennen. Ja, Geschichte, gute Sache. Speichern, hier können wir speichern an solchen Sockeln. Wir machen einfach mal speichern. Ihr seht schon, ich habe schon zweimal angespielt. Wie gesagt, jetzt muss ich erstmal von die Einstellungen mal gucken, dass auch die Grafik ordentlich ist. Und dass ich nämlich ein anderes Aufnahmeprogramm als sonst. Warum ist denn jetzt auf einmal der Sound so laut? Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Schöner Tag heute, nicht wahr? Guten Tag, Gamma. Hallo, Gamma. Ich muss irgendwo Schwester in der von Stadt Alpha und Beta. Oh, verloren haben. Gamma. Würdet ihr sie mir bringen? Nee, Nadel. Naja, wenn wir sie na finden. Na klar, Gamma. Ansonsten nicht hier. Oh, ich habe Hunger. Es ist schon fast Mittag und ich hatte nur zweimal Frühstück. Auf meinem Fensterbrett steht noch ein einsamer Kümmelkuchen zum Abkühlen. Vielleicht gehe ich nach Hause, um vor dem Mittagessen noch ein Äppchen zu naschen. Ich hasse Kümmel. Gut. Bilbo Beutel. Ja, so heiße ich. Ich habe euren Gast gesehen. Aha. Lasst ihr euch mit Zauberern ein? Ja, manchmal. Die Zauberer lassen sich mit mir ein. Ach, wieder zieht ein junger Bursche aus, um verrückte Abenteuer zu erleben. Ja, dann sicher. Oh, ihr könntet euch aber noch nützlich machen, bevor ihr geht. Holt mir doch bitte mein Butterfass. Oh. Wo ist es? Es ist in dem Schuppen um die Ecke. Stellt das Butterfass einfach auf die Veranda, wenn ihr es gefunden habt. Also dürfen wir wieder schleppen. Ich hab doch Rücken hier. Schöpfrücken. Hier soll das Butterfass drinstehen. Steht's natürlich auch. Da kann man gleich mal das Gameplay so ein bisschen lernen. Wir nehmen das... Was? Und das ist scheiße schwer mit dieser verdammten Butter hier. 1, 2... Oh, hier. Die Scheiße hier. Danke, Bilbo. Ja, kein Ding. Hier ein paar Bärenstreuseltörtchen. Danke. Ich hab sie heute Morgen frisch gemacht. Und das hoffe ich für dich. Hütet euch vor diesem Zauber. Nein. Gandalf der Graue. Wir werden jede Menge Wegzehrung brauchen. Ja. So sieht's mal aus. Ja, was gibt's denn jetzt auch? Genau, wie komme ich denn zu so einem Spiel? Ich habe ja mal gesagt, so 3D-Sachen, ist nicht so meins. Ist ja auch nicht. Ihr werdet noch während des Spielens sehen, dass ich hier mich nicht so gut zurechtfinden werde. Da kommen wir erst später hin. Wahrscheinlich und einige Probleme haben wir da, aber naja, das ist nicht. Ja, ich habe bei einem Internetportal habe ich ein Programm für mich bestellt. Für was? Das ist jetzt unwichtig. Jedenfalls war es von den Kosten her noch unter 20 Euro. Das war so ein Limit, um es halt zu. Wegen Versandkosten kennen die meisten ja wahrscheinlich dieses Problem. Und naja, was sagst du mir? Bestellst du dir mal ein schönes neues Spiel? Neues Spiel. Also du bestellst dir einfach mal ein billiges, preiswertes Spiel. Und das habe ich gemacht. Das war auch sehr preiswert hier. Es ist nämlich schon von 2003. Dafür aber finde ich es bis jetzt, was ich jetzt so alles beobachten konnte, ziemlich gut gelungen. Auch so wie die... Na, spring hoch. Ne, ich bin nicht mehr. Das Gameplay muss ich mich doch dran gewöhnen, wie gesagt. Springe ab. No. So. Ich finde es aber ein bisschen anstrengend, ihm zuzuschauen bei so einem Spielen, weil die Perspektive ja nicht immer hinter dem Protagonisten bleibt.